Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2. Wir suchen jetzt eigentlich nach diesem Reaper, der hier irgendwo sein muss. Diesen Geth, den wir ja mitgebracht haben. Keine Ahnung, wo der genau ist. Ich glaube, warte mal, wir können ja mal hier gucken. Inaktiver Geth, ja, alles klar. Auf diesem Level ist schon mal richtig. Wo ich jetzt nur gucken, auf dem Klo werden sie den nicht haben. Da ist zu. Da ist Dings drin. Da ist ja. Also irgendwo wird die schon sein. Also auf der Damentoilette wird er nicht versteckt werden. Achso, wir hatten ja in den letzten Folgen hier hinten irgendwo einen Raum, dass der dahinter ist. Kann das sein? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gar nicht. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Okay. Ich guck mal hier hinten rein. Weil jetzt scheint, ja, ist offensichtlich offen. Zum VI-Kern. Na, ob das die richtige Stelle ist. So, sag mal was. Hier geht nur auf, mehr macht's nicht. Na gut, okay, ich dachte, ich könnte hier mal ID, also hier als ID. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist der VI-Kernraum, in dem meine höheren Funktionen untergebracht sind. Sie sind nicht mobil, oder? Sie können hier nicht raus. Ich habe Minimalzugang zu den Systemen des Schiffs. Über direkte Landleitungen kann ich auf die Sicherheitsmonitore und die Lautsprecheranlage zugreifen. Im Kampf erhalte ich vorübergehend Zugriff auf die elektronischen Kriegssysteme. Aha, na gut, okay. Was haben wir hier? Einen inaktiven Geth. Schauen wir mal. Achtung! Okay, dann reaktiviere ich mal. Mal schauen, was wird. Ich schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl! Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Hi. Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Bisher wollte mir jeder Geth, dem ich begegnet bin, den Kopf wegballern. Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Aber ich habe andere Geth getroffen. Wir alle sind Geth und wir sind ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz, Mensch. Hat Heretics bekämpft, wurde von Kollektoren getötet, auf der alten Maschine wiederentdeckt. Ja, gut. Alte Maschine? Alte Maschine? Meinen Sie den Reaper? Reaper, ein Name, der dem Aberglauben der Proteaner entstammt. Wir nennen diese Lebensformen die alten Maschinen. Okay. Sie scheinen erstaunlich viel über mich zu wissen. Extranet-Datenquellen, ungesicherte Übertragungen. Alle gesendeten Daten organischer Wesen werden empfangen. Wir beobachten Sie. Ja, wen? Beobachten Sie mich oder organische Wesen allgemein? Ja. Was jetzt? Beide. Nee. War klar. Wen habe ich bekämpft? Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Oh. Sind die Reaper auch für Sie eine Bedrohung? Ja. Warum sollten Sie andere Maschinen angreifen? Wir sind anders als Sie. Stehen außerhalb Ihrer Pläne. Aha. Was für eine Zukunft bauen sich die Geth auf? Unsere. Wird jemand anders durch ihre Handlungen, wie die auch immer aussehen mögen, beeinträchtigt? Nur wenn er sich einmischt. Ja, wortkarg ist er ja. Ich dachte, Grant wäre wortkarg manchmal. Na gut. Sie sind also kein Verbündeter der Reaper. Wir sind Gegner der Heretics. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics.
Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Sie wollen also... Die Geff wollen mit mir zusammenarbeiten, obwohl ich eigentlich schon einige weggeschlachtet habe. Wollen Sie sich uns anschließen? Ja. Und wie soll ich Sie nennen? Geth. Ich meinte Sie als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Wie heißt das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth. In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ja. Ja, das passt. Bibel der Christen, Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normandy integrieren. Wir erwarten den Datenaustausch. So, Codex aktualisiert, die Geth Heretics. Wir reden gleich mal mit diesem Legion. Shepard Commander, wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Und? Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Oh, das ist nicht so gut. Und warum mussten sie dann zur Leiche des Reaper? Die Heretics speichern den Code in einem Quantenspeichermedium, das die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Um das Virus zu finden und zu zerstören, müssen wir seinen Code und seine Datenspeicherstrukturen verstehen. Klingt logisch. Das Virus würde also allen Geth die Logik der Heretics verpassen und dann würden alle Geth gegen die organischen Wesen in den Krieg ziehen? Ja. Die Geth glauben, dass jedes intelligente Lebewesen selbstbestimmt sein sollte. Die Heretics glauben das nicht mehr. Sie sind der Ansicht, dass es besser ist, uns eine ungültige Schlussfolgerung aufzuzwingen, als weiterhin mit dieser Spaltung zu existieren. Das ist doof. Ich dachte, man könnte Geth nicht hacken oder mit einem Virus infizieren. Wenigstens nicht für länger als ein paar Sekunden. Veränderte Programme werden aus dem Archiv rekonstruiert. Neuinstallationen werden gelöscht. Diese Waffe der Heretics führt zu einem minimalen Fehler in unseren Basis-Runtimes. Das entspricht in etwa ihrem Nervensystem. Eine Gleichung mit dem Ergebnis 1,33382 wird als 1,33381 berechnet. Das verändert die Resultate sämtlicher höherer Prozesse und führt zu anderen Schlussfolgerungen. Ja. Der Grund, warum Sie die Reaper anbeten, ist also ein Rechenfehler? Das ist schwer zu erklären. Ihr Gehirn funktioniert sowohl chemisch als auch elektrisch. Wie VIs bestehen sie aus Hardware und Software. Wir sind ausschließlich Software, Mathematik. Die Schlussfolgerungen der Heretics sind für sie gültig. Unsere Schlussfolgerungen sind für uns gültig. Keine davon ist an sich ein Fehler. Eine Analogie. Heretics sagen, 1 ist weniger als 2. Geth sagen, 2 ist weniger als 3. Aha. Ich habe jetzt gar nichts verstanden. Also, mit den Analogien schon, aber ob das so richtig passt, naja. Würde es freigesetzt, wie schnell würde sich das Virus bei Ihrem Volk ausbreiten? Wir sind über ULG-Kommunikationsbarken vernetzt. Die meisten würden sich innerhalb eines Tages verändern. Isolierte Plattformen würden unbehelligt bleiben, bis sie wieder im Netzwerk hängen. Das wäre nicht so gut. Nicht für uns. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Okay, dann wir werden sie aufhalten auf jeden Fall. Ich werde nicht zulassen, dass ihre Spezies einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Schon gar nicht, um Reaper zu verehren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir beginnen umgehend mit den Vorbereitungen. Okay. Hätten wir schon mal was gelernt. Shepard Commander, sind Sie bereit, die Hochburg der Heretics anzugreifen? Ja, womit müssen wir denn rechnen? Können Sie mir einen kurzen Lagebericht geben? Die Heretics haben eine Waffe vorbereitet, die alle Geth so umschreibt,
dass sie sich den alten Maschinen anschließen, den Reapern. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Das hätten wir alle schon, genau. Wissen Sie, wo dieses In der Hauptstadt. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandie nötig. Hauptquartier der... Völliger Sieg ist eine Möglichkeit, deren Wahrscheinlichkeit wir derzeit noch nicht berechnen können. Ungeachtet dessen werden wir mit den Vorbereitungen beginnen. Okay. Ich denke, das wird es erstmal gewesen sein. So, hopp, raus hier. Jetzt müsste aber Joker was sagen. Wir haben jetzt einen aktiven Geth an Bord. Würde mich wundern, wenn der jetzt die Klappe dazu hält. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Ja, bitteschön. Ich hätte nicht gedacht, dass Rupert es wirklich kann. Ich guck nochmal hinter, bevor wir da hingehen. Erstmal Tully, Gareth und... Shepard. Brauchen Sie was? Nee, du nicht. Später, Gareth. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Na gut. Tully, Gareth und also Gareth haben wir jetzt da. Und natürlich unseren Piloten. Den Namen habe ich vergessen. Joker, meine Güte. Schlimm mit mir. Weil Tully sollten wir schon informieren. Also ich bin zumindest der Meinung, ich mag Tully halt. Ich rede gern mit Tully. Ja, auch wenn die wahrscheinlich nichts dazu sagen wird. Shepard, was kann ich für Sie tun? Nichts. Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Siehste, ich sag's doch. Nein, dann eben nicht. So, erstmal hier lang. Und in den Aufzug und wieder auf ins Kampfinformationsdeck. So, privater Terminal. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich klinke mal die Reaper FFS, weil in... Wir haben einen Geth an Bord und er ist kein Gefangener. Ist das zu glauben? Der Commander hat mehr Geth erledigt als irgendjemand sonst. Der hier muss was Besonderes sein. Jo. Ich glaube schon. So, gucken wir mal. Joker, was meinst du von der ganzen Situation? Aha, Geth. Auf dem Schiff. Geth. Wir sind doch alle völlig wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist. Bei mir schon, ja. Das stimmt. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Idi, kommst du klar mit dem Geth? Die Crew arbeitet noch immer an der Installation des Reaper FFS. Es ist komplizierter als zunächst angenommen. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald das System zum Test bereit ist. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nee, das war's. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Commander. Das wär's im Moment. Ja, da wollte ich eigentlich gar nicht hinklicken. Genau. Gucken wir mal. Ich denke, wir können jetzt weiterfliegen. Zap, zap, tap, tap. Wir haben den aktiven Geth. Wir haben eine Legion an Bord. Hm. Na gut, privater Terminal, ungelesene Nachrichten auswählen. Verschlüsselte Transaktion vom Unbekannten. Es freut mich, dass Sie die Reaper FFS sicherstellen konnten. Ich habe Edie alle notwendigen Protokolle geschickt, um sie mit der Normandie zu integrieren. Mit etwas Glück kommen wir damit durch das Omega-4-Portal und könnten den Kampf gegen die Kollektoren nach unseren eigenen Regeln führen. Ich wurde von dem intakten Geth und ihrer Entscheidung, ihn zu behalten, in Kenntnis gesetzt. Wenn Sie meinen, ihm vertrauen zu können, dann aktivieren Sie ihn. Sorgen Sie nur dafür, dass Edie gegen Versuche, sie zu hacken, ausreichend geschützt ist. Haben wir ja. Ich hätte vermutlich anders gehandelt, Shepard, aber es ist Ihre Entscheidung. Ihr Rekrutierungsnetz ist bereits sehr weit gespannt und falls die Geth zum Kampf gegen die Kollektoren bereit sind, können wir sie durchaus im Team brauchen. Ich vertraue darauf, dass sie die Sache zu Ende bringen, egal was es kostet. Habe ich vor. So. Okay, gibt's sonst was? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Danke, habe ich gerade gelesen. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Nö. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ja, alles klar, Kelly. Dankeschön. So, dann würde ich mal sagen, zum Massenportal zurück. Dieser Reaper ist eh platt. Hehe, Gott sei Dank. Miau. Da sind wir. System anfliegen. Direkt mal auftanken. Irgendwo muss doch genau dahin. Tank. Tank, Tank, Tank. Treibstoff kaufen. Voll auffüllen. So, okay. Und Massenportalsprung. Und wo es hingeht, das entscheiden wir in der nächsten Folge. Beziehungsweise, wir wissen es schon, hier in den Phönixhaufen.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.